Willkommen zurück bei Ocarina of Time 3D. Wir sind hier noch im netten Wald, haben Salias Lied erlernt, mit dem wir für lockere Stimmung sorgen werden später. Und begeben uns jetzt wieder auf den Weg zurück zu dem guten Darunia, um uns mal um das Problemchen dort vor Ort zu kümmern und hoffentlich den nächsten heiligen Stein zu ergattern. So, jetzt werden wir aber erstmal einen Abstecher hier machen. Denn hier gibt es eine nette Feenquelle und das ist natürlich immer ganz gut. Decken wir uns also mit Feen ein. Ich habe ja auch noch eine halbe London-Milch, die werde ich wahrscheinlich erstmal aufbrauchen. So. Eine Fee und wir holen uns gleich noch eine zweite. Dafür jetzt erstmal noch die halbe Milch austrinken. Und die Flasche frei ist und die zweite Fee. So, das macht die ganze Reise ein wenig sicherer. So, dann kannst du wieder rausgehen. Und dann machen wir uns direkt auf den Weg zum guten Darunia, wie schon gesagt. So, ich habe das letzte Mal gar nicht so darauf geachtet. Aber weil ich ja immer mit dem Spiegelverkehrten so ein bisschen meine Probleme habe, es gibt ja unten auch eine Karte natürlich. Die ist nur so unscheinbar, ich achte da immer gar nicht so sehr drauf, ne? Immer links unten hier. Hier ist jetzt relativ offensichtlich, man sieht das so, das ist das kleine Labyrinth zum Beispiel. Da habe ich immer überhaupt nicht drauf geachtet. Oh mein Gott, nicht du schon wieder. Chris, hat Salia das Lied beigebracht. Das Lied scheint geheimnisvolle Kräfte zu haben. Hörte, dass anderen Orten ebenfalls die Möglichkeit besteht, Lieder zu lernen. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Nein, du musst nichts nochmal sagen. Lass mich in Ruhe, blöde Eule. Schrecklich aufdringlich. Okay, wie auch immer. So, jetzt gehen wir erstmal raus kurz. Sind wieder im alten Dorf, aber da müssen wir gar nicht hin. Also nochmal kurz umdrehen. Es könnte. Ihr müsst doch irgendwo. Ups, das ist falsch, da wollte ich nicht hin. Müsst ihr noch die Möglichkeit geben. Richtig, das ist glaube ich hier. Na. Boah. Ernsthaft? Kriegt so einen doofen Touch hier. Na? Das gibt's doch nicht. Wow, ich hab's komplett leer geschossen. Ich bin ein Genie. Ich hoffe, es sind auch irgendwo Kerne. Das gibt's ja nicht. Könnte schon wieder wahnsinnig werden. Ich glaube, hier können wir auch noch mit solchen Typen jammen, aber es bringt's jetzt nicht. Irgendwie habe ich es gerade völlig verkackt. Ich glaube, ich hätte noch ein bisschen näher sogar rangehen können. Das hätte, glaube ich, nicht mal geschadet. Okay, jetzt sind wir richtig. Muss ich mir irgendwo wieder Dekokerne beschaffen. Jedenfalls, hier gibt es dann einen größeren Beutel, glaube ich, zu gewinnen. Oder auch ein Herzteil. Ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, muss ich sagen. Aber okay. So ist es jetzt nun mal. Kann ich auch nichts dran ändern. So, jedenfalls gehen wir jetzt mal zu dem Darunia, der vorher überhaupt nicht aufgeschlossen ist und sich immer noch auf angepisst ist. Diese Sache, Darun, wir sind stolz, zu stolz, um die Hilfe Fremder in Anspruch zu nehmen. Das werden wir direkt mal ändern für den Guten. So, wir haben Salias Lied erlernt. Da 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 da. Ach ja, es ist nett. Oh yeah! Zeit, ein bisschen abzudancen hier. Wie auch immer. Ist jetzt nicht die super krasse Pop-Techno-Irgendwas-Musik. Insert-Dubstep hier. Boah, das geht ab. Dumm-di-dumm-la-la-la. Ja, ein klasse Takt. Ich fühle mich wieder richtig jung. Es kribbelt in den Beinen. Juhu. Weiter so.
Okay, er geht also richtig ab und anscheinend hat er sich jetzt sorgenfrei getanzt, der Gute. Oh, das war klasse. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich gar nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Ich bin Darunia. Ich bin Anführer der Garonen. Gibt's etwas, das ich für dich tun kann? Wie? Du suchst den Heiligen Stein des Feuers? Heiliger Stein des Feuers, auch als Garonenrubin bekannt, ist das wertvollste Relikt meines Volkes. Ich kann dir erst geben, wenn du mein Volk beweist, dass du seiner würdig bist. Ich weiß, dass du dich in die Kreaturen in Dodongos Höhle vertreibst. Bestehst du diese Prüfung, ist dir der Dank meines Volkes gewiss. Der Lohn für deine Mühe soll der Heilige Stein sein. Bevor du gehst, nimm dies an dich. Es ist ein Gastgeschenk der Garonen, ein Zeichen der Freundschaft. Trägst du es, kannst du sogar schwere Dinge wie Donnerblumen mit A heben. Oh ja, so, das Garonenarmband. Ja, damit können wir jetzt Donnerblumen pflücken. Im Prinzip die Vorstufe zu den Bomben, mehr oder weniger. Also, hier gibt es noch Stäbe. Ich hoffe, es gibt noch irgendwo Kerne. Das wäre eigentlich praktischer, aber okay, anscheinend nicht. Vielleicht kann ich mir notfalls auch noch, naja, das heißt Kerne kaufen. Ja, wir werden auf jeden Fall später Kerne brauchen. Dann ist vielleicht doch ganz klug, wenn wir welche einkaufen könnten. Natürlich hat er hier keine, das sehe ich schon direkt super. Dann geht's eben wieder raus. Naja, ich denke, wir werden in einem Dungeon schon Kerne bekommen. Genau, richtig, es geht jetzt nämlich Richtung Dungeon. Das ist unsere nächste Anlaufstelle natürlich. Dodongos Höhle. Ein feuriger Dungeon, das heißt, ich muss unbedingt mein Schild vorher nochmal wechseln. Nicht, dass schon wieder dasselbe passiert wie im ersten Dungeon. Das wäre nicht so schön. Aber okay, jetzt sind wir wieder auf dem Weg. Und da geht's auch direkt nach draußen. Sehr schön. Ach, hier ist ja wieder alles verkehrt herum, meine Güte. So, jedenfalls gibt es hier eine Donnerblume, die wir dann wahrscheinlich hier rüber werfen müssen in dem Fall, oder? Okay, damit tut sich erstmal nichts, das ist logisch. Kameraführung. Hallo. Danke. Ah ja, ich kann es schon sehen, so. Das könnte zu weit gewesen sein. Nein, war richtig. Aber wir haben ein Schild zerstört, oh mein Gott. Ach ja, es gibt ja in Oracle Time gibt's einen netten Schildtypen, das ist ja ganz lustig. Der zählt, wie viele Schilde ihr zerstört habt und bei 100 kaputten Schilden, dann kommt so ein Fake-Error-Screen, das ist auch ganz lustig. Also da wird ein Neustart von einem Gameboy-System dann vorgetäuscht, das fand ich immer ganz nett. Das immer sehr, sehr gerne gemacht. können wir da irgendwie runterspringen? Ich weiß nämlich, dass da unten ein Herzteil ist, das habe ich noch im Kopf. Okay. Ja, das funktioniert, sehr gut. Nächstes Herzteil. Wir brauchen nur ein einziges und dann haben wir auch schon einen ganzen Herzcontainer, richtig cool. Aber jetzt erstmal das Schild ändern, ne? Wie gesagt, ich will nicht, dass das gleiche nochmal passiert. Wäre schrecklich. So, rein da. So, erstmal noch unspektakulär das Ganze natürlich. Aber ihr seht schon, hier sind Donnerblumen. Und eine ominöse Wand, die wir aufsprengen können natürlich. Schwer zu erkennen an den Rissen. So, und ich bin echt gespannt, was sich hier drin alles verändert hat. Mit Dodongos Höhle. Alles natürlich spiegelverkehrt. Wie sollte es auch anders sein? Sieht aus, als wäre hier eine Menge Lavakrumm. Pass auf, wo du hintrittst. Okay. Natürlich, Navi. Das ist zum Beispiel anders. Interessant. Was zum... Okay. Mysteriöse Geräusche. Ah ja, wir müssen das jetzt wahrscheinlich ein bisschen timen hier. Na nur, es sieht schon wieder so anders aus. Ah, das gibt's doch nicht. Okay, das wird so nichts. Na los, wachs nach. Schnell rüber. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir nur einen Shika-Stein. Der sagt uns nur die Zeit an. Das bringt uns natürlich rein gar nichts. Ich sehe schon, hier müssen wir auf jeden Fall mehr mit dieser Donnerblume hier machen. Da drüben war auch ein Feld, wer weiß, was da drunter ist. Interessant.
Ich wusste, es ist wieder irgendwas völlig anders. Uah, das könnte knapp werden. Verdammt nochmal. Ah, nicht mal den Stein konnte ich mehr kaputt hauen. Naja. Hier ist jetzt entscheidendes Timing gefragt, so wie es aussieht. Ja, es wird eh nicht mehr ganz reichen, aber vielleicht kann ich zwischenzeitlich mal darüber schmeißen. Ja, das sieht gut aus. Ist da was Wichtiges drunter? Nö. Irgendwie ja nicht, okay. Oh. Los, 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 los. Das wird wahrscheinlich wieder nichts. Ich habe sie schon mal vorher geworfen. Hat's funktioniert? Nee. Aber wir haben einen Schalter gefunden. Nanu, ist es direkt der Schalter, um hochzufahren? Was? Okay. Das ist aber auch jetzt interessant. Hoch. Na sowas. So früh hätte ich damit jetzt überhaupt nicht gerechnet, muss ich sagen. Wir werden trotzdem erstmal dann darüber springen. Und schauen, was wir da freisprengen. Aber das ist ja ulkig. Normalerweise, wenn ihr den Dungeon kennt, also außerhalb von Master Quest, dann kommt diese Säule hier erst ganz zum Schluss. Also sehr, sehr spät wirklich. Uah. Es war so klar. Nein. Oh shit. Das tat weh. Timing scheint hier gerade irgendwie nicht so wirklich meine Stärke zu sein. Ich sehe schon. Das ist doch alles super. So, ihr wart nochmal einen Moment. Entschuldigung, Leute. Ne? Ich weiß, das ist ein bisschen doof, wenn man einfach mal warten muss, aber es gehört halt leider dazu für manche Rätsel. Mit Geduld und Spucke, da gibt es ja so ein nettes Sprichwort, ne? So, das wird, denke ich, funktionieren. Aha, eine Kiste. Das ist doch schon mal gut. Dann bleibt uns wohl nichts anderes als Aufzug fahren. Yeah. Verrückt. Die Karte. Sehr gut. Das hilft uns doch schon mal. Da sehen wir schon mal gleich, wie groß dieser Dungeon ist. Bin echt gespannt, wie sich das Layout jetzt verändert hat, wenn es direkt nach oben geht. Das ist ja spannend. Sowas Gravierendes direkt. Okay. Okay, hier sind ein paar Felsen. Der riesige Schädel, leuchten seine Augen rot, öffnet sich ein neuer Weg. Eigentlich schon jetzt offensichtlich, was damit gemeint sein könnte. Hier ist jetzt ein neuer Schalter, okay. Tch, verrückt. Ach, jetzt öffnet sich da unten diese Tür. Ach du meine Güte. Was macht ihr denn, liebe Entwickler? Meine Güte. Ups. Ach egal, wir haben zwei Feen. Ich kann nicht sterben. Ich bin unbesiegbar. Nein. Oh ja. Nein. Wir haben ja unsere Feen, wie gesagt. Aber es ist schon irgendwie auch mies. Du kommst so in den Raum rein, spaziert auf einmal BAMS. Steht auf einmal so ein Teil vor dir und denkst dir auch, okay, find ich nett. Coole Sache. Weiter so. Okay, man kann die Dinger ja auch killen mit Bomben, wer das nicht weiß. Weg damit. Wow, ist das ein Huni? Krass, ach nee, hier gibt's Silbermünzen. Jetzt dachte ich schon. Oh. Beziehungsweise normal wäre der silberne Rubin ja ein 200er. Ich glaube, ganz früher war das mal noch anders tatsächlich. Es gibt in Ocarina of Time, glaube ich, einmal einen orangenen Rubin. Sogar. Okay, da war nichts drin. Und irgendwo müsste noch eine Donnerblume rumliegen. Ich höre eine Pflanze. Ah ja, da ist er ja. So, so. Auch eine nette Kombination von Rätseln. Das kann ich doch direkt deuten. Oh oh. Nein.
Oh, wow, sogar geschafft. Cool. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht erwartet. Yeah, ich bin überrascht von mir selbst gerade. Prima. So, dann kommen wir da später nämlich hoch. Offensichtlich, hä? Aber ich schaue jetzt erstmal nochmal kurz in diesen Raum dort. Da könnte eine Skulptula drinnen sein. Oh, das ist einfach alles voller Blöcke, die wir nicht verschieben können. Zumindest noch nicht. Hm, interessant. Na gut, dann geht's jetzt eben nach oben. Mal schauen, was da schon wieder Fieses ist. Bestimmt kommen wieder irgendwelche blöden Fledermäuse oder so. Was zum... okay. Was hast du denn für mich? Ich gebe auf, wir was mit einem Dekoschild. Nein, hab ich doch. Hätte ich sonst deine Angriffe abwehren können? Meine Güte. Ach so, jetzt sind ja natürlich noch diese ganzen Silbermünzen. Die muss ich jetzt wahrscheinlich extra nochmal einsammeln. Hätte ich unten jetzt natürlich schon anfangen können. Das war wieder super intelligent von mir. So, so ist es ein bisschen schneller erledigt. Habe ich den Eindruck. Früher war ja, glaube ich, noch eine Skulptula drin. Das wundert mich jetzt aber. Moment, geht's da noch weiter hoch? Nee, jetzt nicht. Okay. Na los, dreh ich rum. So. Seht ihr, da meine ich zum Beispiel, dass solche Nüsse echt praktisch sind. Und es gibt noch viele andere Gegner, wo das noch total nützlich sein kann. Deswegen, Eko-Nüsse sind nützlich, ja. Ich vertrete diese Meinung felsenfest. So, jetzt nochmal hier nachschauen. Die letzten paar Münzen, Rubine finden sich hoffentlich. Dann nichts wie raus hier aus diesem Raum. Oh, das war's noch nicht mal. Okay. Sehr gut. Ja, war auch notwendig tatsächlich. Wer hätte es gedacht? Hätte auch nur irgendwas Optionales spawnen können, wer weiß. So. Navi am Nerven. Ich liebe es. Aber wir haben den Raum bewältigt. Dann bin ich mal gespannt, was als nächstes sich so verändert hat. Ja, es geht ja bisher. Bisher ist eigentlich alles ganz klar ersichtlich. Nanu. Okay, das ist neu. Mal wieder. Okay, das geht gar nicht mal. So, der wird gleich explodieren. Kawams. Und wir haben wieder Kerne, das ist sehr schön. Na los. Er dreht sich irgendwie ein bisschen zu weit. Im Durchschnitt. So, einmal auf den Schwanz gehauen. Hö. Funktioniert einfach immer, ne? Nicht nur im Videospiel. Ah ja, eine neue Kiste. Sieh mal eine an. Schätze mal, das ist der Kompass, oder? Bomben werden es wohl kaum schon sein. Außerdem in den Dungeon wirklich gewaltig umgebaut. Okay, es ist der Kompass. Beim ersten Dungeon habe ich mich ja diesbezüglich ein wenig geirrt. Da dachte ich, es wäre der Kompass, wo drin, wo dann tatsächlich die Schleuder war. Es ist natürlich noch interessant, gibt es hier denn noch irgendwas zum Sprengen? Ich meine, warum ist hier oben diese Bombe? Das macht doch eigentlich keinen Sinn. Außer man ging davon aus, dass man gegebenenfalls die Dodongos ja auch von oben ausschalten könnte. Na gut, von mir aus. Jetzt bin ich, glaube ich, einfach in den Raum zurückgelatscht. Super. Okay, dementsprechend... Nee, Quatsch. Doch, passt schon. Alles okay. Hier sind wir jetzt wieder im großen Hauptraum, aber von der anderen Seite aus. Genau. Ich mag ja das veränderte Layout. Hat auf jeden Fall was.
Ja, so wie ich das sehe, brauchen wir hier schon wieder eine Fackel. Oh oh. Nichts wie hoch. Okay, das können wir so wohl noch nicht anzünden. Das heißt, ich muss mich erstmal in aller Ruhe umsehen, oder? Ich mal erstmal kurz weiter. Was ist hier? Ah ja, da brauchen wir definitiv wieder eine Fackel. Okay. Da gibt es einen Stein, den wir noch verschieben können. Sehen wir doch erstmal, was dahinter ist. Also drunter. Da ist natürlich nichts. Wer hätte es gedacht? Wow. Ah, ein Herz. Das ist schön. So. Ja, den schieben wir jetzt erstmal wieder zurück ein bisschen, dass wir problemlos hochklettern können. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir am besten hier das Feuer entsprechend verteilen, natürlich. So, da ist schon wieder eine riesige Tür, die verbarrikadiert ist. Damit hat es sicherlich auch noch was auf sich. Link, was machst du da? Spring bitte rüber, danke. Okay, hier kann man nirgendwo hochklettern. Bitte geh herunter, Link. Meine Güte. Ach so, hier sind diese ganzen Fackeln, die schweben praktisch. Das ist ja aber blöd gemacht. Also ganz im Ernst. Das hätte man schon ein bisschen schöner darstellen können. Okay, da ist jedenfalls klar, wie dieses Rätsel funktioniert. Da will ich einfach sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald.